Hallöchen, ihr Lieben, zu One Night at Flumpty's, ein kleines Five Nights at Freddy's Fangame, das besonders gut sein soll, sonst würde ich es nicht spielen. Das hier soll wohl sehr, sehr lustig und cool sein, von Yonochrome, wie ihr hier unten seht. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ist wohl nicht ganz ernst zu nehmen, aber trotzdem wohl gruselig. Ich bin sehr gespannt. Bis 6 Uhr morgens müssen wir auch hier überleben. Ja, es sieht schon mal richtig cool aus. Es ist halt, wie ihr seht, so schick gemalt, also richtig cool. Und es kommt ein Anruf. Hi, I'm Flumpty Bumpty. I'm an egg. I'm immune to the plot and I can transcend time and space. Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. Have fun. Oh oh, das wird nicht gut enden. Das ging aber schnell. Ich wusste nicht, dass es so schnell geht. Oh Gott. You should be watching the cameras. Okay. Das werden wir auch tun. Und wie... Was? Wie ihr seht, sind auch einige Dinge verarbeitet worden. Dr. Mario, Winnie the Pooh, Donkey Kong. Da unten. Schauen Augen zu uns hinauf. Dieses Ei. Ist da eigentlich immer... Scheiße. Die Zeit scheint hier sehr, sehr langsam zu vergehen. Okay. Ich glaube, er ist sofort weg, kann das sein, sobald man einmal gedrückt hat. Mann, hier hinten ist immer so süß gemalt. Das ist echt krass. Da kann man ja kaum Angst haben, weil es so niedlich ist. Okay, hier hinten ist nichts mehr los. I'm a cactus. I'm a cactus. Okay, ich drück mal auf andere Sachen. Nee, es passiert nichts. Okay, ist weg. Oh, scheiße. Oh Mann, hier hinten. Hier hinten ist nichts. Scheiße. Game over, easy. Ich habe aber nicht easy ausgewählt, aber wahrscheinlich, weil ich so schlecht war. Okay, wir versuchen es nochmal. Oh Gott. Alles gut. Ich fasse es einfach nicht. Ein Spiel, was zur Hälfte lustig gemeint ist und ich muss schreien. Unglaublich. Okay. Cam Draw geht auch von nicht. Hier sind schon die Augen, da ist das Ei. Okay. Was war das eben gewesen? Ich glaube, das war der Typ mit dem quadratischen Kopf, der uns eben erwischt hat. Das Ei haben wir immer rechtzeitig gesehen, aber... das Ei ist weg. Das Ei ist weg. Das Ei ist weg. Nein, das Ei, es kommt. Und es ist ganz traurig, das andere Viech. Weil das Ei weg ist, glaube ich. Ich glaube, das ist der Grund, warum er so traurig guckt. Da kann ich leider nichts machen für dich. Okay. Das ist echt übel. Oh. Okay. Der erscheint doch gleich hier. Ich ahne es. Oh Gott, der ist weg. Wir müssen aufpassen. Ich weiß nicht, vielleicht darf ich auch erst nach einer bestimmten Zeit wieder aufmachen. Oder vielleicht erst, wenn ich das Quadrat irgendwo auf den Kameras sehe. Vielleicht darf man das dann erst... Okay. Ist das Quadrat gerade irgendwo? Es steht da so rum. Okay, eigentlich müsste das klappen. Okay. Er guckt uns an. Das mag ich nicht. Oh nein. Er ist unterwegs. Wir müssen vorsichtig sein. Okay. Vielleicht darf man hier aber auch nicht so lange... so schnell wieder... aufmachen. Ich gucke mal eben, ob man ihn hier... da ist das Ei schon wieder. Ich traue mich nicht aufzumachen. Ich habe Bedenken. Aber da war das Quadrat. Okay. Hilfe. Oh nein. Ich mach mal wieder auf.
scheint alles in Ordnung zu sein. Es ist erst 1 AM, aber es ist auch nur eine Nacht. Von daher... Okay, die sind da gerade unterwegs zumindest. Also eigentlich dürfte gerade nichts passieren. Oh, die Door Power geht ja grundsätzlich weg, ey. Das ist ja richtig heftig. Sie, wir sind schon wieder weiter da. Draußen! Scheiße. Ich glaube, wir müssen wirklich warten, bis wir das Quadrat irgendwo entdecken. Da ist es. Oh, und das Ei ist auch da? Das ist aber seltsam. So, es ist 2 AM. Immerhin. Naja, die sind ja beide da hinten. Aber der sieht aus, als wenn ihm das Papier ausgehen würde. Dann ergibt auch Sinn, was auf der Zeitung stand. Du solltest nicht wollen, oder es ist dein größter Albtraum, dass das Papier alle ist. Nein. Ist er noch da? Nein. Komische Musik. Komische Musik spielt. Könnte auch in meiner Wohnung sein, aber ich glaub's nicht. Okay. Oh, scheiße, der ist da. Kann ich schon wieder aufmachen? Ich glaube, ja. Okay. Da ist das Ei. Das Toilettenpapier ist alle. Ich mach mal kurz zu. Ist er noch da? Ja. Oh Gott, mach das Licht aus. Wo ist das Ei? Okay, das Ei ist hier hinten. Oh Gott, das werden wir ja nie schaffen. Wow. Das Ei ist weg. Nein, das ist immer noch da. Das Ei ist immer noch da. Das Ei ist weg. Aber wo ist das... Die Hölle. Das Tor zur Hölle. Verdammte Scheiße. Das ist übel. Boah. Krass. Voll übel. Okay, sitzt wieder mit einer neuen Klorolle. Voll gut. Das ist richtig geil. Wo sind alle? Wo sind alle? Wo sind alle hin? Das ist nicht nett. Und die Musik wird schon wieder lauter. Verdammt. Nein! Wo könnten die sein? Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht so viel, hier drauf zu schauen. Ich habe immer Angst. Oh, okay. Die sind alle unterwegs momentan. Aber wieso ist die Kamera links kaputt? Vielleicht ist einfach nur jedes Mal eine andere Kamera kaputt. Oh, das Ei kommt. Es ist unterwegs. Es will uns fressen, fressen, fressen. Oh, oh. Beide sind unterwegs. Das Ei. Verdammt. Okay, 3 Uhr. Es läuft doch ganz gut, oder? Ah, der ist immer noch da. Der wird bald kommen. Okay, hier ist erstmal nicht. Wow, was war das? Ich glaube, es ist etwas aus der Hölle gekommen. Vielleicht war das... Das... Oh, nein, was ist das? Guck mal an der Wand. Das ist nicht schön. Kacke. Was soll denn das sein? Da ist das Ei. Oh. Ah. Das Tor zur Hölle hat sich geöffnet. Das finde ich nicht gut. Nein, gar nicht gut. Da ist das Ei. Da ist das Quadrat. Die Hölle ist wieder nicht sichtbar. Oh nee, aber dafür ist dieser Typ da drin. Ganz toll. Das Ei, wo ist das Ei? Oh. So. Okay. Kurz noch zulassen. Okay, ist weg. Oh Gott, wir haben kaum noch Door Power. Es ist 4 AM. Oh, die Hölle. Ich habe Angst vor der Hölle. Oh scheiße, beide Viecher sind unterwegs. Okay. Ganz ruhig bleiben. Beide Viecher sind unterwegs und ein komischer Clown guckt uns aus der Wand an. Eines... Nein! So cool. Oh, das Spiel ist ja echt lustig. Game over easy. Wieso easy?
Ich habe mir voll Mühe gegeben, ey. Okay, wie ihr seht, also es ist echt ein gelungenes Remake, wie ich finde. Es ist einerseits lustig, die Situationen, die da geschaffen sind, andererseits auch sehr schön umgesetzt mit tollen Zeichnungen. Ja, und außerdem genauso gruselig, wenn man erschreckt wird, zumindest meistens. Ja, okay, ich danke euch, dass ihr dabei wart und ladet euch das Spiel doch runter. Ich werde euch in der Beschreibung sehr gerne den Link da lassen. Probiert es mal selber aus und habt Spaß mit One Night at Flumpty's. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.